gesagt hat. Aber wenn ich das Glück hätte, mit einer solchen Frau zu tanzen, würde ich mich selbst übersehen. Nein, ein Generalstäbler mit einer Ausländerin ist nicht das Richtige. In ihre Wohnung. Alle Papiere vernichten. Was ist denn passiert? Wir sind verraten. Sie müssen sofort über die Grenze. Ja, es tut mir wirklich leid, Herr Hauptmann, aber die Frau Marquesa ist schon fortgegangen. Herr Hauptmann, ich melde gehorsamst. Auf Befehl des Herrn Oberst von Waldmüller am Herr Hauptmann, sich sofort in Ihre Wohnung zu begeben. Oberst, befehlen? Abtreten. Hauptmann von Hombeck, es ist Anzeige gegen Sie erstattet. Wir sind gezwungen, Ihre Wohnung zu durchsuchen. Ich hoffe, es ist eine böswillige Verleumdung. Aber wir müssen unsere Pflicht tun. Bitte, Herr Oberst. Wenn Sie die Festungspläne von Trient finden wollen, müssen Sie im großen Handatlas suchen. Die Anzeige stimmt. Das ist unmöglich. Herr Hauptmann, der Verdacht des Verrats militärischer Geheimnisse liegt vor. Unter diesen Umständen muss ich Ihre Verhaftung aussprechen. Oberst, ich habe doch damit nichts zu tun. Ich weiß nicht, wie die Pläne da hineingekommen sind. Ihren Säbel, Herr Hauptmann. Bitte.
Bei der Gruppe General Fleißner stoppt der Angriff. Was sagen Sie? Tot? General Fleißner gefallen, von einer Granate zerrissen. Sind die Verluste schon bekannt? Schätzungsweise 1500 Mann. Was? 1500 Mann? Für 6:20 Uhr war unser Angriff befohlen. Zur selben Zeit setzte das italienische Sperrfeuer ein. Da kann nur Verrat im Spiel sein. Melden Sie das sofort dem Armee-Oberkommando und dem Evidenzbüro in Wien. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Über Italien waren wir doch immer sehr gut unterrichtet. Aber seit einigen Wochen stimmt da was nicht. Herr Oberst, wissen Sie ja, wir haben in der letzten Zeit wenig Glück gehabt. Das weiß ich. Leider. Ich danke. Ist C-38 schon über die Grenze? Also doch C-38. C-38 ist abgefangen worden. Der vierte. Also ich lasse mir es nicht nehmen. Dahinter steckt Nummer 77. Ja? Lassen Sie den Mann zu mir führen. Jawohl, Herr Oberst. Aber ohne meine Zustimmung darf er das Haus nicht verlassen. Jawohl, Herr Oberst. Eine Unverschämtheit. Jedenfalls hat er Courage. Gehen Sie in den Abwehrraum, stenografieren Sie mit, Herr Bullauer. Herr Oberst, bitte gehorsam zum eine Unterredung unter vier Augen. Ich danke, Herr Oberleutnant. Wie kommen Sie zu dieser Uniform? Ich trage sie seit anderthalb Jahren. Bei Kriegsausbruch habe ich mich freiwillig gemeldet, unter anderem Namen. An der russischen und serbischen Front. Dreimal verwundet worden. Gestern wurde ich aus dem Lazarett als geheilt entlassen. Hier sind meine Papiere. Immerhin habe ich es bis zum Korporal gebracht. Na gut, und was wollen Sie hier? Herr Oberst. Ich habe mich damals nicht erschossen, weil ich unschuldig bin. Ich weiß, dass ein Wort von Herrn Oberst genügt, mich an die Wand stellen zu lassen. Trotzdem bin ich hier. Und? Ich bin das Opfer eines gemeinen Verbrechens geworden. Ich bitte mir Gelegenheit zu geben, mich zu rehabilitieren.
Herr Oberst, stellen Sie mich auf den gefährlichsten Posten. Es muss in Wien ein italienischer Spion sein, von dem wir nur die Decknummer wissen. 77. Dieser Mann schickt Nachricht nach Italien, die er nur von einer dem Generalstab nahestehenden Person erhalten haben kann. Alle unsere Nachforschungen in Wien sind resultatlos verlaufen. 4 Agenten haben in diesem Zimmer den Auftrag erhalten, in Italien die Persönlichkeit festzustellen, die sich hinter dieser Nummer 77 verbirgt. Alle 4 sind abgefangen worden. Trotzdem bleibt uns nichts anderes übrig, als in die italienische Spionagezentrale einzudringen, um die Person dieser Nummer 77 festzustellen. Wollen Sie diesen Auftrag übernehmen? Jawohl, Herr Oberst. Sie wissen, was Sie riskieren. Jawohl, Herr Oberst. Ich gebe Ihnen die Adresse eines Konfidenten in Rom, den nur ich allein kenne. Danke, das genügt. Und wie wollen Sie hinüberkommen? Ich komme hinüber. Da liegt ja einer. Wer ist es denn? Geh mal nach. Die Erkennungsmarke.
Sergeant Rossin. Ich hoffe, von meinem Oberstabsarzt einen Erholungsurlaub genehmigt zu bekommen, wenn mein Arm aus dem Verband ist. Und dann ich endlich einmal nach Rom kommen. Ich freue mich sehr, dich wiederzusehen. Herzlichst, dein Neffe Enrico. So, das ist alles. Lieber Onkel Davila, ich liege mit einem Armschuss im Lazarett. Hoffe von meinem Oberstabsarzt einen Erholungsurlaub genehmigt zu bekommen, wenn mein Arm aus dem Verband ist. Und dann werde ich endlich einmal nach Rom kommen. Ich freue mich sehr, dich wiederzusehen. Herzlichst, dein Neffe Enrico. Danke, Schwester. Und die Adresse? Signor Ermete Davila, Via Veneto 27, Rom. Herr Davila. Ja. Wetter. Der Kerl ist durchgekommen. Fest steht, dass er angeschossen worden ist. Wahrscheinlich wird er in einem der Lazarette um Belluno herumliegen. Wir müssen ihn unbedingt finden. Marchesa, würden Sie diese Aufgabe übernehmen? Selbstverständlich, Herr Oberst. Liebesgaben. Ja, ja. So leg doch den Schmöker weg. Was fehlt Ihnen? Armschuss. Geht es Ihnen? Danke. Es muss gehen. Was mögen Sie lieber? Tabak oder was zu essen? Oh, wenn ich wählen darf, beides. Dankeschön. Ja, reizend, die Kabulpuppe. Zeig mal, was hast du denn gekriegt? Du kannst das ruhig behalten. Oh, danke schön. Rosi, was ist denn mit Ihnen los? Warum waren Sie denn so grob? Schwester Marcella wollte Ihnen doch eine Freude bereiten. Ja, Sie haben recht, Schwester. Es tut mir jetzt selbst leid. Ich werde mich bei ihr entschuldigen. Ist gut. Aber mit den Stoppeln im Gesicht würde ich lieber nicht hingehen. Pass mal auf. Für deine Liebesgabe da mache ich einen schönen Mann aus dir. Oberstabsarzt, ist die Mannschaftspost schon verteilt? Nein, noch nicht, Schwester Marcella. Ich würde Sie gerne einmal sehen. Sergeant! Bringen Sie sofort die ganze Mannschaftspost auf Zimmer 47. Zum Befehl, Oberstabsarzt. Haben Sie irgendeinen Verdacht? Für uns ist jeder verdächtig.
Ach so. Wenn Sie mich verhaften lassen wollen, bitte. Sie müssen sofort wieder über die Grenze. Ihr Leben ist in Gefahr. Haben Sie Angst um mich? Jetzt auf einmal? Und damals? In Wien? Ich kann Ihnen das jetzt nicht anders erklären. Ich habe es verhindern wollen, aber... Schwester Marcella? Nein, Herr Hoffmann, bisher noch kein Ergebnis. Ja, bitte, wenn Sie durchaus kommen wollen, die Abendvisite ist um 6 Uhr. Bitte schön. Sie dürfen bei der Abendvisite nicht mehr hier sein. Sie müssen fort, jetzt gleich. Es ist meine Pflicht, hier zu bleiben. Dann ist es meine Pflicht, Sie anzuzeigen. Michael! Bitte dich. Sergeant Rossi, ich möchte um einen Passierschein bitten. Wo wollen Sie hin? In die Stadt ein bisschen spazieren gehen. Augenblick mal. Schwester Marcella. Sergeant Rossi? Ja, lassen Sie ihn durch. Bitte schön. Auf Wiedersehen, Herr Oberstleutnant. Beehren Sie mich bald wieder. Guten Tag. Ja? Ich möchte gerne Herrn Ritchie sprechen. Das bin ich selber. Sie wünschen? Ich soll einen schönen Gruß bestellen. Von meinem Onkel Davila. Ach so. Ja, Sie sind mir bereits avisiert. Bitte, kommen Sie. Ein toller Bursche sind Sie. Wissen Sie das? Bitte. Ich habe schon alles vorbereitet. Hier, suchen Sie sich was Passendes aus. Sie werden als Geschäftsreisender nach Rom gehen. Und das, hier bringen Sie Herrn Davila mit. Ein niedliches kleines Vögelchen. Weiß allerhand zu erzählen, wenn man seine Sprache versteht. Der Mann hat einen Vogel, sage ich. Streicht mir einfach die ganze Abendsonne weg, mein Herr Chefredakteur. Hören Sie zu, wie ich das geschrieben habe. Während die rötlichen Strahlen der Abendsonne die Gipfel der Dolomiten vergolden, stürmten die tapferen italienischen Truppen die feindlichen Stellungen. Und da streicht mir der Mann einfach die Abendsonne weg.
Na, hat er einen Vogel oder nicht? Na, was, aber was meinen Sie, hm? Was sagen Sie dazu? Ah, Verzeihung, gestatten Sie, Blünzli ist mein Name. Na, habe ich nicht recht? Überhaupt, wenn wir Kriegsberichterstatter nicht wären, hätte der Mann überhaupt gar keinen Schimmer, was hier draußen los ist. Was? Bitte die Pässe. Danke. Ein bisschen oft wird man auf dieser Strecke kontrolliert. Danke. Was haben Sie denn da drin? Machen Sie mal auf. Ich reise für eine Schweizer Uhrenfabrik. Wo fahren Sie denn hin? Nach Rom. Es ging ganz glatt. Der Graf Valenti war sehr erfreut, einen Käufer für seine Bilder zu finden. Ja, ich weiß, er braucht dringend Geld. Sagen Sie, Davila, meinen Sie wirklich, dass das der richtige Mann für uns ist? Ich glaube, es ist die einzige Möglichkeit, an den Chef der Nachrichtenabteilung heranzukommen, ohne Verdacht zu erregen. Oberst Romanelli ist Valentis intimster Freund. Wir haben Glück gehabt. Der Graf hat selbst den Wunsch geäußert, Sie kennenzulernen. Ich habe ihn gleich mitgebracht. Er wartet unten in der Hotelhalle auf Sie. Ja. Lieber Graf, darf ich Ihnen Herrn van Greuther vorstellen? Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Wenn es Ihnen recht ist, können wir zusammen essen und dabei in aller Ruhe unsere Angelegenheit besprechen. Herr Davila, vielleicht lassen Sie uns Gesellschaft vor. Ich bedauere außerordentlich, aber ich muss leider fort. Darf ich bitten? Ich habe etwas sehr Interessantes für Sie. So, na schießen Sie los. Ja,
Herr Oberst, wenn ich nicht irre, sind doch 5000 Lire auf den Kopf des österreichischen Spions ausgesetzt. Ja, ja, und? Der Mann ist hier. Was? Im Hotel. Bitte. Es gerade, zweiter Tisch links. Was, der mit dem Grafen Valenti zusammensitzt? Ja, ich habe ihn schon im Zug beobachtet, da war er noch ein einfacher Uhrenreisender. Und hier sehe ich ihn plötzlich als großen Herrn. Mit seinem rechten Arm stimmt auch etwas nicht. Das habe ich genau gesehen. Na, das werde ich gleich feststellen. Das muss ja sehr interessant sein. Man denkt doch eigentlich so selten daran, dass auch hinter den Fronten Krieg geführt wird. Wer? Ja. Also, Marchesa, wenn er es ist, bestellen Sie Champagner. Wenn er es nicht ist, Wein. Haben Sie verstanden, Marchesa? Ist ganz leicht zu behalten. Champagner ja, Wein nein. Dankeschön. Und ich erwarte Sie sofort. Ja, ich komme. Willst du nicht bei uns Platz nehmen? Ja, gerne, aber ich erwarte noch eine Dame. Umso besser. Sind Sie das erste Mal in Rom? Ja. Hoffentlich werden Sie hier recht angenehme Tage verleben. Bestellen, Marchesa, Champagner? Nein, danke, keinen Champagner. Bitte ein Glas Wein. Ober? Sie rauchen. Herr Van Greuther, bitte. Danke sehr. Ich danke Ihnen.
Ich habe dich im Spital gebeten, Italien zu verlassen. Du hast es nicht getan. Ich musste bleiben. Ich habe meinen Auftrag noch nicht erfüllt. Ist doch alles umsonst, was du hier versuchst. Du wirst nichts erreichen. Du weißt nicht, was heute Abend geschehen ist. Ich bin nicht zufällig ins Palasthotel gekommen. Romanelli hat mich rufen lassen. Er hat Verdacht gegen mich? Ich sollte feststellen, ob der holländische Bilderhändler nicht ein österreichischer Spion ist. Bitte Ihren Ausweis. Ach so, ja. Danke. Sagen Sie, haben Sie etwas Feuer? Danke. Ich bin mit dem festen Vorsatz ins Hotel gefahren, dich verhaften zu lassen. Warum hast du es nicht getan? Warum hast du es nicht getan? Marchesa, verzeihen Sie, dass ich so früh störe, aber es handelt sich um eine wichtige Angelegenheit. 77 trifft heute Abend in Rom ein. Wissen Sie, warum 77 selbst darüber kommen? Ich nehme an, dass es mit der bevorstehenden Offensive der Österreicher zusammenhängt. Werden Sie sich wieder hier bei mir treffen? Ich hatte die Absicht, aber Sie wissen ja, welchen Wert er darauf legt, nicht aufzufallen. Und ich fürchte, Ihre Villa wird beobachtet. Wieso? Ich habe da eben auf der Straße einen Mann gesehen, der mir verdächtig vorkam. Wo wollen Sie denn sprechen? Zu Ihnen ins Amt kommt er doch nicht. Ich will ihn veranlassen, heute Abend zum Grafen Valenti zu kommen. Auf das Fest? Ja, natürlich. Unter so vielen Menschen fällt er doch am wenigsten auf. Ich werde spätestens um 11 Uhr dort sein. Ihre Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass ich in einer Viertelstunde ungestört sprechen kann. Gut, Herr Oberst. Sie können sich auf mich verlassen. Ich danke, Marchese. Heute Abend kommt jemand nach Rom, der dich von früher her kennt. Ich weiß. Nummer 77. Ein Zufall kann euch zusammenführen und dann... Ich muss diesen Zufall suchen.
ich Ihnen helfen? Wie kommen Sie hierher? Was wollen Sie? Sie haben mich lange warten lassen. Ja, ich verstehe. Frauendienst geht vor Geheimdienst. Lassen Sie das Schießeisen ruhig stecken. Die Dinger knallen ja so, dass das ganze Hotel zusammenläuft. Was wollen Sie von mir? Und das werde ich Ihnen gleich sagen. Bitte sehr. Schön. Also wollen wir gleich zum Geschäftlichen übergehen. Auf Ihren Kopf ist ein Preis von 5000 Lire ausgesetzt. Wie viel zahlen Sie mir dafür, wenn Sie ihn behalten können? Sie werden von mir die 5000 Lire bekommen. Ach, ich habe Sie höher eingeschätzt, Herr von Homberg. Wollen Sie mit mir um mein Leben handeln? Wer redet von Handel? Sagen wir einfach gleich 15.000. Gut. Sie erhalten den Betrag, sobald ich meinen Auftrag ausgeführt habe und Italien verlasse. Sehr schön. Und was für eine Garantie habe ich, dass ich das Geld auch bekomme? Mein Wort. Sehr schön. Und was für eine Garantie habe ich, dass Sie mich nicht doch noch verraten? Die Differenz zwischen 5 und 15.000. Das dürfte allerdings genügen. Also abgemacht. Jetzt darf ich Sie wohl bitten, mich allein zu lassen. Schade, ich hätte Ihnen gerne noch ein wenig Gesellschaft geleistet. Aber bitte sehr, wie Sie wünschen. Wenn Sie mich vielleicht einmal brauchen können, das kann ja vorkommen. Ich bin fast jeden Abend beim Padre Giovanni. Das ist eine nette kleine Osteria in der Via Appia. Ich bin nämlich kein Feind vom Geldverdienen. Während ihrer Offensivpläne.
Die endgültigen Daten können wir nur unmittelbar vor Beginn der Offensive bekommen. Ich selbst kann nicht mehr nach Österreich zurück. Meine Rückkehr würde unsere ganze Organisation gefährden. Ich habe mit unserem Gewehrsmann vereinbart, übermorgen Nacht schicken wir einen Flieger hinüber, der von ihm persönlich die genauen Daten der Offensive erhält. Ich werde sofort nach Udine fahren und Sie beordern Ihren tüchtigsten und zuverlässigsten Fliegeroffizier dorthin. Er bekommt von mir die genauen Anweisungen. Sie müssen ihn hier von Rom an... Via Appia, zu Padre Giovanni's Osteria. Hallo, natürlich will ich Geld verdienen. Was habe ich Ihnen ja gesagt? Sogar viel Geld. Wie viel? Oberst Romanelli wird morgen einen Fliegeroffizier nach Rom schicken. Ja. Ich muss wissen, wer dieser Flieger ist. Das ist eventuell zu machen. Was zahlen Sie dafür? Kann ich etwas teurer bekommen? Ich brauche noch mehr. Ja? Ich muss die Papiere dieses Malles haben. Das geht nicht. Für 20.000 auch nicht? Was, 20.000 hier? Mhm. Also gut. Da wissen Sie, ob der Flieger von hier, von Rom aus, abgeschickt werden soll? Ich glaube ja. Hauptmann Waldo. Der Geheimdienst hat meinen besten und zuverlässigsten Flieger angefordert. Ich habe Sie gewählt, weil ich weiß, dass ich mich voll und ganz auf Sie verlassen kann. Danke, Gehorsamst, Herr Oberst. Sie fahren nach Udine. Dort öffnen Sie diesen Brief. Er enthält weitere Instruktionen für Sie. Sie wissen, wie sehr wir hier sprachkundige Offiziere brauchen, Herr Hauptmann. Aber es war ja Ihr Wunsch, an die Front zu gehen. Hier ist die Erledigung Ihres Gesuchs. Sie werden dem Korps in Görz zur Verfügung gestellt. Ich danke gehorsamst, Herr Oberst, für all das Vertrauen, das Sie mir immer entgegengebracht haben. Wann fahren Sie? Morgen, Herr Oberst. Es tut mir leid, Marchesa. Herr von Greuther ist seit gestern nicht ins Hotel zurückgekehrt. Hat er nichts hinterlassen? Nein, Marchesa. Graf Valenti wartet ebenfalls auf ihn. Dankeschön. Graf Valenti. Sie warten auf Herrn von Greuther? Ja. Wir haben uns für 3 Uhr verabredet. Es ist jetzt 3:30. Ich begreife gar nicht... Graf Valenti, durch wen haben Sie eigentlich Herrn von Greuther kennengelernt? Durch Davila. Davila? Wer ist das? Der Kunsthändler. Hallo, ich möchte Herrn Hauptmann Waldo sprechen. Hauptmann Waldo? Herr Hauptmann, ich muss einen Augenblick allein sprechen. Bitte.
Geheimdienst. Danke. Ich habe den Auftrag, Sie nach Udine zu bringen. Wir haben ja noch 2 Stunden. Ich habe Befehl, sofort abzufahren. Der Wagen wartet. Polizei. Ach, wir möchten uns mal ein bisschen genauer bei Ihnen umsehen. Ja, bitte, bitte. Herr Viotti, zeigen Sie doch mal den Herrn den Laden. Bitte. Ich komme im Auftrag des Obersten Romanelli. Scheinbar war seine Zündung kaputt. Tut mir sehr leid, Herr Hauptmann, ich glaube, wir haben eine kleine Panne. Wie lange wird das dauern? Ja, vielleicht 1 Stunde. Hm. Herr Hauptmann, gehen wir jetzt lang hier hinein, bis der Schaden behoben ist. Ja, Sie melden sofort, wenn Sie soweit sind. Jawohl. Hallo! Ist hier jemand? Namen der Namen. Sei heil, Frascati. Wir haben einen fabelhaften Orvieto. Oh, Orvieto, wunderbar. Ah, bitteschön. Starten Sie? Bitte. Was ist das für ein Schlüssel? Von den Spieldosen, die ich so verkaufe. So. Haben Sie so eine da? Ja, überall. Bitte, kann ich das mal sehen? Bitte? Na ja, Hauptmann, Sie haben mir eine große Sache vor. Tja, wenn's klappt, dann... Dann werde ich bald Herr Major sagen können. Herr Davila. Das sind ja Morsezeichen. Sie sind verhaftet. Ärgerlich, diese Panne. Mit solchen Zwischenfällen müssen wir immer rechnen. Wir haben ja noch Zeit. Sagen Sie mal, Herr 18. Komische Namen habt ihr da beim Geheimdienst. Schrecklich. Thank you.
wird eine kleine Überraschung für die Österreicher werden. Ja, das glaube ich auch. Darauf müssen wir trinken. Prost. Alles in Ordnung? Kleines Pulver. Ich habe ein Zimmer genommen, ihn ausgezogen und ins Bett gelegt. Jetzt schläft er. Los. Schicken Sie dann bitte das ganze Material an die Abteilung 3B im Geheimdienst. Ja, ich mache es schon. Hauptmann Walde hat genaue Instruktionen erhalten, seine Aufgabe unauffällig zu erledigen. Er wird sich nicht beim Kommando melden, sondern direkt zu Ihnen kommen. Und das Flugzeug? Ist startbereit. Wir haben eine österreichische Maschine, die hinter unserer Front notgelandet ist. Danke, Herr Oberleutnant. Waldo, ich werde erwartet. Jawohl, Herr Hauptmann. Bitte eine Sekunde. Herr Hauptmann Waldo ist hier. Jawohl. Bitte, Herr Hauptmann, Zimmer nur 22. Hauptmann Waldo. Herr Hauptmann, Sie haben das Gelände hinter der österreichischen Front wiederholt überflogen. Sie kennen den Abschnitt zwischen Laibach und Kreimburg. Ja. Sehen Sie hier, 3 Kilometer westlich von Woditz. Wie lange fahren wir noch bis Udine? Ich bin eine halbe Stunde. Werden Sie erwartet. Sie landen beim ersten Morgengrauen. Erkennungswort Roma 37. Man wird Ihnen ein verschlossenes Gewehr geben. Das müssen Sie um jeden Preis hierher nach Udine bringen. Herr Hauptmann, von Ihrer Geschicklichkeit hängt die Entscheidung der nächsten Tage ab. Sie müssen sich beeilen. Ihr Flugzeug steht schon bereit. Hier ist die österreichische Uniform. Ich kenne sie doch.
Woher kenne ich Sie? Wir haben schon einmal miteinander zu tun gehabt. Vor 2 Jahren. Vielleicht ist Ihnen der Name Homberg bekannt. Hauptmann von Homberg. In dessen Bibliothek damals die Festungspläne von Trient gefunden wurden. Kennen Sie den Namen? Rasch zum Flugplatz, Staffel 9. Zum Flugplatz, ja. Immer geradeaus. Da links. Na, dann sehen Sie schon liegen. Dankeschön. Also los. Nein, da drüben steht das Flugzeug noch. Dankeschön, warten Sie. Maschine starten, Leute, auf. Gut, holen wir schnell noch was Gerät zum Befehl auf. Rasch. Du wirst nicht fliegen! Ist im Weg frei! Nein! Ist im Weg frei! Ist einer verwundet? Schnell, zum nächsten Kommando.
37. Sie sind verhaftet. Hauptmann Larko. Ihre Waffe, Herr Hauptmann. Marsch. Larko, wer hätte das gedacht? Also doch, sein italienisches Blut. Herr Hauptmann, wir haben Sie um Entschuldigung zu bitten. Oberst, ich möchte so bald als möglich wieder an die Front.